Herzlich willkommen in Finchys Welt. Heute zeige ich euch mal etwas wieder mal von Mario Kart. Denn Mario Kart ist mittlerweile der zweite DLC erschienen. Und dieser DLC beinhaltet mal wieder 8 neue Strecken, 3 neue Fahrer und einige neue Kartteile und so ein Gedöns. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe gerade mal kurz reingeguckt, ob alles da ist. Was ich ein bisschen kurios finde, ich wollte einfach mit euch mal so einen Grand Prix fahren. Und zwar, ich wollte eigentlich auf 200 Kubik fahren, aber das geht irgendwie noch nicht. Muss man das irgendwie freischalten oder was? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, dann fahren wir halt einfach auf 100 Kubik, denn die neuen Strecken kenne ich halt noch nicht. Eigentlich ist das mit 200 Kubik ziemlich schwachsinnig. Deswegen mal 100 Kubik. Und ja, es gibt einige neue Fahrer, wie wir hier sehen. Bei dem letzten DLC war ja schon unten dieser... Hier Tanuki Mario bei und Katzen Peach und Link und so. Und jetzt sind nochmal dazu gekommen der Bewohner von Animal Crossing, dann Melinda von Animal Crossing und der Knochen Bowser. Genau, ich muss mal euer Mikrofon drüber gucken da unten, ja, alles klar. Und hier oben gibt es natürlich auch noch neu Shy Guy und ja, Yoshi. Yoshi ist noch nicht neu, ich wollte mich verarschen, Shy Guy doch auch nicht. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich nehme mal von denen hier keinen, weil die können ja hier so jetzt gucken, ne, wer das ist. Ich fahre nämlich neuerdings immer mit dieser Kombination hier, mit Link im Blue Falcon. Ziemlich krass. Und das geht eigentlich ziemlich gut ab. Da haben wir es schon. Ihr seht, die Standard 4, Standard 4 Strecken. Was ist denn heute wieder los? Die 4 Standard Cups, beziehungsweise 8, die kennen wir ja schon. Dann gab es bei dem letzten, beim ersten DLC, gab es, den iCup und den Triforce Cup, der sehr cool war, weil halt allein schon diese Hyrule-Piste so super gemacht war. Und jetzt ist noch dazu gekommen der Crossing Cup und der Glocken Cup. Glocken. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt in diesem Video mal den Crossing Cup an. Ich kenne die Strecken selber noch nicht. Ich habe das gerade eben runtergeladen und bin froh, dass es jetzt funktioniert. Und ich habe Mario Kart 8 schon lange, lange Zeit nicht mehr angeschmissen. Aber jetzt ist es nochmal soweit. Ich weiß gar nicht mehr, gebe ich nochmal Gas. B, Y, ich glaube Y, ne? Ich spiele das Ganze mit dem Pro-Controller, weil mir das Gamepad für Mario Kart einfach ein bisschen zu klobig ist. Baby Park, den gab es natürlich schon mal auf dem Gamecube. Bei Mario Kart Double Dash haben sie natürlich hier ein bisschen aufgepeppt und ein bisschen anders gestaltet und so, wie man sieht. Cool. Wie war das? Gib ich hier Gas? Ja. Fuck, das war zu spät. Egal. Geil. Den Baby Park, ja, also für im Cup oder so oder für gegen Computergegner zu fahren, fand ich ihn immer ein bisschen blöd. Aber wenn man natürlich mit Freunden zusammenfährt, am besten mit 4 oder halt online mit 8 Leuten, die man kennt, das geht dann schon ziemlich ab, weil halt jeder schmeißt jeden irgendwie raus und das ist schon sehr cool. Also, obwohl es ja nur so ein dämlicher Rundkurs ist. Ja, komm schon. Ich finde es einfach nur, also Mario Kart, ich hatte es ja in meiner Top 10 der besten Spiele aus 2014, hatte ich das ja mit drin, ziemlich weit oben sogar, einfach aus dem Grund, ja, guckt euch das an, muss ich denn noch irgendwas zu sagen? Link im Blue Falcon auf einer Mario Kart Piste, unglaublich gut, ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt die letzte Zeit geworden. Ich, wie gesagt, habe es eine ganze Weile nicht mehr gespielt, aber trotzdem kann man es immer mal wieder auspacken. Mann, ich bin schlecht. Das gar nicht. Ich bin nicht schlecht, ich bin Erster. Wieso bin ich Erster? Ich habe mich gerade voll getan. Bams. Okay, ich bin Erster. Cool. Warum auch immer. Obwohl ich eigentlich voll beschissen fahre. Na egal. Der Grund für dieses Video ist einfach nur, ich möchte euch die neuen Strecken mal zeigen, denn es gab ja auch einige Diskussionen so in letzter Zeit immer wieder, ja, Nintendo fängt auch mit dem DLC-Quatsch an und so weiter und so fort. Ja, natürlich haben sie bisher nicht getan und jetzt machen sie es. Am Anfang war ich auch skeptisch,
Aber wenn Nintendo mit Download-Content in dieser Qualität und in diesem Umfang um sich wirft in nächster Zeit, dann gerne. Denn generell bin ich niemand, der sich Download-Content runterlädt. Ich bin auch generell kein Freund von Download-Spielen oder sowas. Ich kaufe sie lieber als Retail-Version und habe sie dann in der Hand oder im Regal. Nächstes Rennen. Aber ja, wenn Nintendo weiterhin solche Qualität in den DLCs liefert und so einen Umfang, dann können sie gerne für diesen Preis das weiterhin machen. Habe ich nichts dagegen. Ich habe jetzt bezahlt, glaube ich, 14 Euro oder sowas. 13 Euro, 14 Euro für 16 neue Strecken und 6 neue Fahrer oder sowas und jede Menge neue Kartteile und so. Das ist doch vollkommen in Ordnung, oder nicht? Wenn dafür das Spiel wirklich so krass erweitert wird, habe ich nichts gegen DLCs. Um das mal festzuhalten. Es war wieder zu spät, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie diese Strecke heißt. Idiot. Komm, Melinda, verschwinde aus meiner Bahn. Das ist eine Käselandschaft auf jeden Fall. Und die Musik natürlich immer großartig. Ich habe es ja schon so gefeiert, dass sie die ganzen alten Melodien mit einem Orchester jetzt eingespielt haben. Allein schon die Rainbow Road vom N64 haben sie ja drin. Und die Melodie dazu mit dem Orchester eingespielt. Grandios. Also das ist wirklich mit, ja, ich will nicht mehr sagen mit Abstand, aber ist auf jeden Fall ziemlich vorne in den Nintendo Soundtracks mit dabei. Mario Kart 8. Oder generell Mario Kart. Und dann, wie gesagt, Mario Kart 8 mit dem Orchester eingespielt. Was mag ich denn hier für eine Scheiße? Wirklich großartig. Bitte meckert nicht über meine Fahrkünste. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe lange Mario Kart nicht mehr gespielt. Ich muss mal sehen, ich hätte mal Bock auf so einen Community Mario Kart Abend. Das könnte man ja eigentlich mal einrichten, oder? Muss ich mal gucken, wann und wie ich das hinkriege. Das werde ich dann groß vorher ankündigen, natürlich. Also ich mit euch mal so ein paar Rennen fahre oder ein Turnier oder sowas starte. Mal gucken, wie ich das mache. Ich werde mir da was überlegen. Da habe ich echt Bock drauf. Voll die Kombination, ey. F-Zero, Zelda und dann auch noch Wario als Gleitschirm. Okay, von dieser Strecke weiß ich noch nicht so ganz, ob ich halten soll. Wo kommt die denn her? Wo gibt es denn so eine Käsestrecke? Oder hat das jetzt einfach was mit Animal Crossing zu tun und ich check's noch nicht? Und ich habe es ja immer wieder erwähnt, wenn das nächste 3D-Mario kommt, dann bitte in dieser Optik hier. Wäre das nicht der Hammer? Wenn es ein komplett neues 3D-Mario geben würde, was so in dieser Optik hier gehalten ist. Großartig. Da guckt man einmal kurz in die Kamera oder sowas. Vielleicht kann ich ja auch mal die Jungs vom Nerdiversum überzeugen, dass wir da nochmal ein bisschen, ja, so ein paar Verses machen oder sowas. Mal gucken. Würde sich ja anbieten. Wobei dann wird der Kevin sich wahrscheinlich ein bisschen querstellen, weil der immer wieder letzter wird. Nein! Ja, yeah, wie cool immer das Triforce nach oben hält, wenn er so springt. Yeah, Link. Okay, Melinda ist mir im Nacken immer noch, wobei ich ein bisschen den Vorsprung ausbauen konnte. Nächstes Rennen. Was kommt jetzt für eine Strecke? Ich muss mal darauf achten, was das für Strecken sind, wie die heißen. Wie gesagt, das erste war der Babypark, das gerade war keine Ahnung was. Und jetzt wird bestimmt irgendwas von Animal Crossing ankommen. Wilder Wipfelweg, Crossing Cut. Okay, oh, ach hey. Na, das sieht aber interessant aus. Vermutlich von Pikmin, ne? Das könnte von Pikmin sein, oder? Ist wahrscheinlich von Pikmin. So wie die Optik aussieht, mit den ganzen Pflanzen und Blüten und so ein Gebiss. Ich hatte es ja damals auch schon erwähnt. Ich finde so Strecken, wenn man, oder bei Rennspielen generell, wenn man so futuristische Racer hat oder halt irgendwelche, so wie hier, dass man an der Decke oder an der Wand entlang fahren kann, dann bin ich normalerweise immer
ja, ich finde das ganz interessant eigentlich, aber es ist normalerweise, kommt das nie so rüber, wie es rüberkommen soll. Und das haben sie hier tatsächlich auch geschafft, dass wirklich die, wenn man hier an der Wand entlang fährt oder auf den Kopf fährt, man fährt auf den Kopf und bekommt das halt tatsächlich richtig mit. Und das oft war es halt wirklich so, auch bei F-Zero damals, ich glaube F-Zero GX oder so auf dem Gamecube war das, wenn man da an den Deck entlang gefahren ist, durch einen Tunnel oder was auch immer, dann wusste man nicht, man fährt gerade an der Decke entlang. Das kam halt einem so vor, als ob man ganz normal auf dem Boden fährt. Und hier ist das wirklich so, wir haben es halt echt geschafft, dass man, wie jetzt hier gerade sieht, dass man so einen Berg, also so einen Baum runterfährt und man fährt an diesem, in dem Baum innen drin entlang irgendwo an der Seite und über Kopf. Und das ist echt gut hinbekommen, das kann ich immer wieder sagen. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr euch den DLC für Mario Kart geholt oder habt ihr gesagt, nö, das unterstütze ich nicht, wenn Nintendo jetzt auch damit anfängt. Und wenn ihr ihn euch nicht geholt habt aus dem Grund und ihr seht jetzt hier, wie die Strecken aussehen und was es für neue Charaktere und Fahrzeuge und sowas gibt, beißt ihr euch dann in den Arsch oder nicht? Oder ist euch das ziemlich egal? Schreibt mir die ganzen Kram in die Kommentare, das interessiert mich hier brennen. Könnte auch von Donkey Kong sein, ne? Wobei, ich glaube, es ist eher von Pikmin. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, von was diese Strecke hier ist. Ich weiß es gerade echt nicht. Der Link wieder immer auf diesem zum Gleiter draufsteht. Okay, krass, das war aber sind bisher alles relativ kurze Strecken, aber auch, ne? Muss man ja mal so sagen. Aber das wird sich wahrscheinlich an dem nächsten Cup ändern. Nächstes Rennen. Dann gucken wir uns das letzte jetzt auch noch an. Und danach werden wir uns den nächsten Cup dann im nächsten Video angucken. Damit das ja nicht zu lang wird. Animal Crossing Dorf. Okay, jetzt fahren wir durch ein Animal Crossing Dorf. Animal Crossing auf dem 3DS habe ich ja auch sehr lange gespielt und war eines meiner Lieblingsspiele im Jahr 2013, war das, glaube ich. Ja, Animal Crossing war halt auch echt was Neues für mich. Ich kannte es vorher nicht. Oh mein Gott, ich muss Gas geben, Hilfe. War was Neues für mich. Ich kannte Animal Crossing vorher nicht, deswegen habe ich das am Anfang ziemlich gesuchtet. Und es hatte für mich einen sehr großen Vorteil gegenüber den anderen. Ja, wie nennt man das, solche Spiele, wo man halt sein Dorf aufbauen kann und wo man dann da rumläuft und sowas, wo man dann den Charakter auch ein bisschen hochziehen kann und sowas alles, hatte für mich einen Vorteil. Am Anfang fand ich das komisch, weil das die Map ein bisschen klein war bei Animal Crossing, aber am Ende war genau das der Pluspunkt gegenüber zum Beispiel Fantasy Life oder so, was ja im Grunde ähnlich ist. Im weitesten Sinne ähnlich. Okay, das hier oben wird wahrscheinlich ist das Museum, ne? Genau. Fahren wir gerade vorbei, durch die Dörfer fahren wir, an den Häusern vorbei. Ja, krass. Nein! Und wir heben auch keine Münzen auf, beziehungsweise wir heben schon Münzen auf, aber unten links sehen wir den Beutel. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das mal auszublenden hier, mein Camp-Fusion-Bild. Denn unten links sehen wir keine Münzen, sondern sie haben sie wie ein Sterni-Beutel gemacht, wie bei Animal Crossing halt. Sehr cool. Und genau solche Details sind es halt, die ich einfach immer wieder so an diesen Nintendo-Spielen feiere. Hatten sie ja bei der Hyrule-Strecke, hatten sie das ja auch schon so gemacht, dass sie da Rubine auf der Strecke verteilt haben statt Münzen. Fand ich auch sehr cool. Sehr schick die Strecke auf jeden Fall. Diese ganzen. Hier ist wirklich was los auf der Strecke. Da ist. Hier links stehen wieder ein paar Bewohner. Und doch die Bäume. Original mit den. Nein, du Drecksau! Das gibt's doch nicht. Ich muss erster werden. Verdammt, ich bin ein behinderter Trottel.
Also ich bin manchmal für eine Scheiße zusammenfahren, das ist echt unglaublich. Okay, das hätten wir geschafft. Yeah, ich habe den Crossing Cup als erster beendet mit voller Punktzahl. Ist das nicht toll? Ergebnisse anzeigen. Was steht da? Undead Motors von Bowser. Bowser Oil. Bullet Bill Speed Trial. Das habe ich mir noch nie durchgelesen, was da im Hintergrund steht. Mario Kart TV. Aha, weg damit. Ja, man hätte sich das natürlich jetzt angucken können, was hier was da so cool zusammengeschnitten war. 3 Sterne, perfekt, so wollte ich das haben. Aber ich muss jetzt echt mal gucken, wo man diesen 200 Kubik Cup da freischalten kann. Das kann ja nicht sein. Shop, gehe ich gleich mal gucken. Naja, wie gesagt, ich wollte euch schon die neuen Strecken mal zeigen. Im nächsten Video. Mal gucken, ob ich das irgendwo verlinke oder so. Wenn nicht, dann gibt es das in der Videobeschreibung. Da gucken wir uns dann mal den nächsten Cup an. Nämlich den, wie hieß er eben? Der Glockencup, genau so hieß er, glaube ich. Den gucken wir uns im nächsten Video an. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem ganzen Download-Kram von Nintendo in die Kommentare. Generell, was ihr von den neuen Strecken haltet, ob ihr sie schon gespielt habt. Wie findet ihr den 2-Kubik-Modus, ohne dass ich ihn jetzt schon gesehen habe. Damit würde ich sagen, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.